Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ice Climber. Kennen wahrscheinlich viele, super bekanntes Game, aber ich persönlich habe ein bisschen eine schlechte Vergangenheit mit dem Game, denn ich habe es schon damals gezockt auf dem NES nur kurz an und es war nicht so meins. Ich habe es schon gezockt auf dem 3DS, ich habe es gezockt auf der Switch bei Nintendo Online und irgendwie bin ich nie so richtig warm mit dem Spiel geworden. Ich weiß nicht. Ich verstehe schon, dass das damals ein cooles Spiel war, aber mal schauen. Na, ich probiere es wieder mal. Also einmal ein Spiel, das ich kenne, zumindest so rudimentär. Da, platt machen das Ding wieder. Tada. Ja, komm, hüpf doch, du Eisklimber. Und drauf mit dir. Tada. Ich versuche das schnell zu machen. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist, aber scheint zu funktionieren halbwegs. Na, come on! Hüpf doch! Bonus-Level! No Bonus! Kein Bonus für mich! Naja. Ja, die Mechanik ist schon gut. Es gibt Sachen auch zum Einsammeln und ich verstehe das schon, dass das damals ein wirklich gutes Game war, aber ihr wisst es, manchmal gibt es einfach so Sachen, mit denen kommt man nicht zurecht, auch wenn alle Leute sagen, es ist super. Da vielleicht auch einfach zu oft gespielt schon. Ich bin mir nicht sicher, aber war es nicht damals in diesem 3DS-Bonus-Programm mit enthalten, wo die Early Adopter so ein Gratis-Spiele bekommen haben. Und ich bin mir ein, da war das dabei. Auf jeden Fall habe ich es auch am 3DS gespielt. Und gab es das nicht sogar auch für den Game Boy, so eine Remastered Edition? Weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht ganz genau... No, ja, geht schon. Next. Hop, hop. Ja, geht schon. Ich bin bereit. Start A, B. Geht schon weiter. Ja. Es kommt ab. Okay, leicht ist echt anders. Er hat da so ein Eisdings mit, der Blödel. Komm schon, geh rauf da. Wieso ist er jetzt automatisch noch in die falsche... Ah, das ist irgendwie ein Laufband oder was? Okay. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Ah je. Yeah. Also da hüpfen. Nix. Nochmal. Ist der blöde Vogel immer im Weg? Also, ja, also es ist schon schön schwer, arcade-mäßig schwer. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Da muss ich. Na, da drüben. Na, schaffe ich nicht, geht nicht. Hab ich verkackt. So, da, geh weg, du Blödsinn. Ah, ich kann ja den hier machen. Ganz vergessen, dass man da durchgehen kann. Oh Mann. So, da. Also ich finde die Steuerung auch gar nicht gut. Ich weiß nicht. Ich mag die Steuerung wirklich nicht. Nein. Ich finde, die ist schwammig. Man kann das Ding in der Luft steuern ein bisschen, aber nicht viel. Und es ist irgendwie ungenau, finde ich. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man sich dran gewöhnen. Aber ich komme irgendwie nicht. Ich komme nicht damit zurecht, ne? Uah. So, das geht nicht, okay.
Das meine ich, also diese Süpfen da. Hey, come on. Furchtbar, furchtbar, komm schon. Darauf. Ist da wieder der blöde Vogel im Weg? Das ist aber knapp. Ah, nicht geschafft. Das Zeug wächst ja auch wieder zu. Ja klar, sonst wäre es zu einfach. Not. So. Lass mich da einfach raus. Lass mich da einfach raus, bitte. Und jetzt? Okay, das hat nicht so funktioniert. So, na, jetzt kommt da gleich einer. Rechtzeitig. Rechtzeitig gehüpft. Wahnsinn. Bonus. Wenn ich ein bisschen Bonus level, bin ich immer so schlecht. Ich werde gleich mal versuchen raufzukommen. Aber, Moment, so vielleicht? Na. Ich bin so schlecht in diesem Spiel und ich mag es auch nicht sonderlich. Nein, Eisgeheimer, ihr könnt mich gerne ein bisschen haten in den Kommentaren. Aber Eisgeheimer, wieso feiern das alle so? Ich weiß nicht. Ja, es ist gut gemacht, aber ich mag's nicht. Ja, ich darf auch mal was nicht mögen. Ich mag eh immer so viele Games. Wieso hüpft er nicht, der Affe hier? Hüpft doch darauf gescheit. Da. Schon, da, du gehst nach Hause, da. Vogel, geh weg, geh weg, geh weg. Blöder Vogel. So, da, ich geh mal darüber. Darauf. Na, no, nix. Boah, das ist ja urschnell. Das ist ja schneller als Raketen. Da, weg, da, hopp. Da falle ich wieder in den Dialekt rein. Was ist los mit mir? So, da. So, come on. Na, jetzt fixt der Mist wieder zu. Wie soll ich denn da jemals raufkommen? Na! Ist unmöglich. Ich komme da nie rauf. Niemals. Wird nicht passieren, dass ich da raufkomme. Na, es packt einfach nicht. Na, es. Ich kann auch gar nichts zerdeppen damit. Jetzt hüpfe ich schon drüber, Mist. Zu kurz. Vogel. Oh, weg mit dem Vogel. Ja, jetzt die Zeit geht aus. Ja. Und mich. Ja, come on! Geh bitte. Nein, nein, nein. Das ist. Das ist nicht mein Spiel. Na. No. Alles klären wir nicht. Wir werden keine Freunde mehr. Nein. Wir werden keine Freunde. Ja, ja, ja. Ja, ja, das gute alte Eisklammer. Ja, Leute, bitte haut mir mal in die Kommentare, wie ihr so zu Eisklammer steht. Ist es zu Recht so ein bekanntes Spiel oder eher zu Unrecht? Ich weiß nicht. Ich bin gespaltener Meinung. Es ist halt sau alt, das muss man auch dazu sagen. Selbst für NES-Verhältnisse ist es ein richtig altes Spiel. Ja, ja. Naja, ich bin auf eure Kommentare gefasst. Meine Meinung kennt ihr jetzt zumindest so ungefähr. Endszene, Endszene, da haben wir sie. Danke fürs Zuschauen, danke für euer Kommentar, dass ihr sicher schon da gelassen habt. Dann schauen könnt ihr da drüben weiter. Und da unten gibt es was zum Abonnieren. Da bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Video in euer Postfach direkt nach Hause geliefert. Ciao, ciao, Leute.